Hey, liebe Leute, kann man den Tag besser anfangen als mit einer tollen neuen Folge von Pokémon Strahlender Diamant? Es ist Strahlender Diamant. Ich bin immer da so verwirrt, welches Game es jetzt tatsächlich ist. Okay, wir befinden uns inzwischen in der Stadt, wo wir jetzt Mew und Jirachi geschenkt bekommen haben. Und das ist schon ziemlich insane, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich die irgendwie in mein Team noch mit einpflegen kann. Warte mal, wer ist ein Lana-System? What? Ist Lana hier? Es ist tatsächlich wahrscheinlich das Lagerungssystem. Lana, Lagerungssystem. Kann es sein? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das halt noch nie gespielt, die Edition. Deswegen ist das doch auch ein bisschen neu für mich. Jirachi ist Level 5 und welches Level ist Mewtwo? Mewtwo ist Level 1. Das passt. Okay, passt auf. Wir gucken uns mal. Oh, wir lassen es einfach frei. Wir lassen Mewtwo einfach frei. Ne, gib mir mal ganz kurz den Bericht, weil Mew ist, glaube ich, nur Psycho. Genau, und Jirachi ist, glaube ich, auch nur Psycho, gell? Psycho und Stahl. Das macht das Ganze tatsächlich schon ein bisschen interessanter. Weil ich möchte nämlich keine so Single Types wirklich großartig bei mir im Team drin haben. Ich finde, das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man dann irgendwie was kämpft, wenn die dann irgendwie in eine gewisse Richtung sich aus irgendwie weitergehen. Zum Beispiel finde ich das bei Abra auch ein bisschen schade, dass es halt einfach nur ein Psychotyp ist. So, wir pflanzen dann natürlich direkt wieder die Beere ein. Dass, falls wir hier nochmal vorbeikommen, wir die Beeren wieder looten können. Ja, deswegen möchte ich einfach keine so Single-Types irgendwie mit drin haben. Aber Abra bietet sich halt einfach an. Abra ist halt einfach ein Klassiker. Da kann man halt auch irgendwie nicht widerstehen, von dem her. Spielen wir den guten Mann Nero hier oder das Abra dementsprechend. Gut. Die Beere hier auch noch eingepflanzt. Was sagst du hier? Hilfe, Hilfe, hilf mir, Trainer. Kannst du Papa abholen? Er arbeitet im Windkraftwerk. Ja, harte Arbeit. Aber diese Leute, die wie Astronauten aussehen, sind ganz fies und wollen mich nicht reinlassen. Ja, das klingt doch mal wieder. Ja, da oben stehen sie schon. Da oben stehen. Ah, hier können wir tatsächlich auch noch rum. Was machst du? Wir sind vom Team Galactic, erforschen hier den Ewigwald. Das heißt, wir kommen hier bald nach Ewignau wahrscheinlich. Also keinen Schritt weiter. Es ist Teil unserer Forschung, Pokémon in den Blumenfeldern von Flori zu fangen. Wozu wir die Energie des Windkraftwerks nutzen, geht hier nichts an. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier runter. Der gute Storm spielt jetzt schon Final Fantasy. Also kurz zur Info, es ist momentan relativ früh am Morgen. Ein Bammelin. Bammelin sehe ich sehr, sehr gerne. Aber warte mal, es ist Wasser. Shiny. Es ist einfach so shiny. Es ist Wasser. Level 9. Ich muss echt mal gucken, dass ich mal wieder ein bisschen höher level. Also ich habe das Gefühl, dass meine Pokémon dementsprechend echt nicht so hoch sind. Gut, okay. Man muss ja dementsprechend sagen, dass mein. Das ist guter Damage. Dass die gute Scrawline halt auch erst relativ spät gefangen wurde und dass wahrscheinlich mein RS, also Real Snake, relativ hoch vom Level ist jetzt dementsprechend gegen dieses Vieh. Oh, das war knapp. Okay, Pokéball los. Aber ja, das geht schon. Also ich denke, wir haben da erstmal keine Problematik oder sowas hier gegen Team Galactic oder so anzukommen. Und vor allen Dingen finde ich es halt wichtig, dass wir auch gerade das Pokémon, die ich behalten will, auf jeden Fall leveln werden. Durchschnittlich sind meine Pokémon ungefähr Level 13, vielleicht ja doch um den Dreh rum. Nur Jirachi zieht es halt de dementsprechend. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich Jirachi im Team behalten werde. Ein Meereswiesel-Pokémon. Die Schwimmblase um seinen Hals dient ihm als Schwimmreif, wenn es Luft darin speichert. So gerät sein Kopf niemals unter Wasser. Möchtest du Bammelin einen Spitznamen geben? Nein, erstmal nicht. Nein, ich möchte das nicht in mein Team packen. Ich weiß nicht, will ich einen Wasser-Pokémon? Gib mir mal nochmal den Bericht. Du bist nur Wasser. Was habe ich denn in meinem Team? Könnte ich einen Wasser-Pokémon gebrauchen? Ich habe.
Ja, ich meine, prinzipiell könnte ich einen Wasser-Pokémon ganz gut gebrauchen, erstmal. Packen Jirachi weg. Ich will jetzt hier keine Legendary-Pokémon irgendwie mich durch das Game carryen lassen. Das ist schon ein bisschen übertrieben dann. Gut, Tranga so in die Tasche gesteckt. Los geht's, geht im Rübel. Ich wurde angewiesen, jedem im Zutritt zu verwehren, der nicht zu Team Galaktik gehört. Siehst du nicht meine tolle Frisur? Ich bin eindeutig einer von euch. Aber dein Gesicht sagt mir, dass du es trotzdem versuchen wirst. Also gut, dann lass uns mit deinem Kampf entscheiden. Alles klar. Squirrelina wird das regeln. Oder spätestens Real Snake. Ein Pokémon vom guten Galaktik-Rüpel. Charmian. Es, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Generation. Entschuldigt bitte. Diese Generation hat einfach so ein paar Pokémon, wo ich mir halt denke, uff, das ist halt echt kein geiles Pokémon-Design. Besonders, das geht ja noch, also das ist ja halt irgendwo eine Katze, aber die Entwicklung von Charmian, deren Namen ich nicht mal kenne, die sieht halt einfach richtig beschissen aus. Das ist halt einfach eine richtig fette Katze, einfach nur. Und da denkt man sich halt auch, ja gut, ich bin jetzt hier ein Designer bei Pokémon Corporation oder wie sie heißen. Was haben wir denn noch schon lange nicht mehr als Pokémon gehabt? Wir hatten Mauzi, das war eine Katze. Vielleicht sollten wir mal wieder ein Katzen-Pokémon machen. Vielleicht machen wir einfach einen 0815 Kätzchen und packen da einen Spreuing-Schwanz dran. Also wer Spreuing oder wie es auch immer heißt, nicht kennt, das ist dieses Schweine-Pokémon, das so einen Kringelschwanz hat. Das ist halt cool. Also das muss ich sagen, ist ein sehr kreatives Pokémon in der Hinsicht, weil es halt auch eine relativ gute Lore ein bisschen dahinter hat im Pokédex, von wegen diese Kugel, wenn es die hat es immer auf dem Kopf und muss sie balancieren, wenn sie fallen lässt, dann stirbt es tatsächlich. Und das macht dann halt einfach auch so ein bisschen einen lebendigen Charakter. Und dann haben sie den Spreuingschwanz genommen und einfach hinten an die Katze hingeklebt. So ein bisschen wie bei diesem Kinderspiel, steckt den Schwanz an den Esel oder wie es heißt. Und ja, das ist halt. Und dann die Weiterentwicklung ist halt einfach. Und jetzt nehmen wir eine Fahrradpumpe, stecken das in den Mund von dieser Katze und pumpen sie einfach auf, bis sie riegelfett wird. Unverständlich, meiner Ansicht nach. Frage ich mich wirklich, ob es jemanden gibt, dessen Lieblings-Pokémon dieses Pokémon ist. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mit dem K-Schlüssel hier einschließe. Es gibt nämlich nur noch einen weiteren Schlüssel, und den haben meine Kollegen, die sich bei den Blumenfällen aufhalten. Ah, wer zuletzt lacht, lacht eben immer noch am besten. Ja, mal sehen, ob es wirklich so ist. Klick. Gut, dann gehen wir jetzt zu den Blumenfeldern. Da waren wir ja schon fast. Das sollte Route 205 sein, aber die Blumenfelder waren ganz hinten. Ich glaube aber, ich werde mal kurz meine Pokémon noch tauschen. Ich sollte vielleicht mein Bamelin noch heilen. Hat mein Hero inzwischen eine Attacke? Teleport. Ja, das ist nicht ganz gut. Vielleicht gehe ich nochmal mit der S rein. Obwohl, nee, komm, wir leveln einfach Squirrelina weiter. Das bringt gerade schon einiges. Ah, die sind jetzt hier nämlich auch verschwunden. Das heißt, sie befinden sich auf dem Blumenfeld. Halt den Schnabel und rück den Honig raus. Und zwar bis auf den letzten süßen Tropfen. Tu, was wir sagen. Team Galaktik braucht den Honig, um möglichst viele Pokémon damit anzulocken. Oh nein. Es ist ein 10-jähriger Junge. Hey, da ist jemand. Was machen wir nun? Wir dürfen nicht zulassen, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Spike seinen Mund. Also, in einem anderen Universum ist das halt einfach so seltsam, ey. Du bist ein 10-jähriger Junge und klatscht halt einfach irgendwelche Leute weg, die sich irgendeinem Kult angeschlossen haben. Team Galactic ist so weird einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen Fraktionen sind irgendwie in einer gewissen Hinsicht super weird, die sie hier in Pokémon mit reingebracht haben. Mein Team Rocket hat man ja irgendwo noch verstanden. Sie wollen die Weltherrschaft an sich reißen, indem sie Pokémon klauen. Aber irgendwie dann ab Shaloko, nee, will ich nicht wechseln. Ab.
weiß gar nicht, ich habe ja nicht so viele Pokémon-Teile gespielt, aber wenn ich mich recht entsinnen kann, wollte Team Magma und Team Aqua wollten die zwei Pokémon halt hier rausholen, um irgendwie den Weltuntergang zu erzeugen oder sowas. Ich habe keine Ahnung mehr. Nein, sie wollten die zwei Pokémon auf jeden Fall beschwören und damit die Weltherrschaft an sich reißen. Und dann gab es noch X und Y und da wollten sie ja irgendwie diese Superwaffe irgendwie aktivieren. Das ist halt auch... Da ging es halt dann richtig los. Und Sonne und Mond habe ich leider nicht so weit gespielt, dass ich Ahnung haben konnte, was da eigentlich Sache ist. Welches ist denn euer Lieblingsteam, also euer gegnerisches Lieblingsteam? Vielleicht hat da jemand einen guten Tipp oder sowas, was das Favorite Team sein könnte hier. Ich glaube, mein Favorite Team ist immer noch Team Rocket. Zwar nicht vom Outfit, aber allgemein einfach von der Sinnigkeit. Obwohl, ich weiß ja noch nicht, was Team Galactic macht. Also da habe ich ja echt noch keine Ahnung. Vielleicht machen die auch krassen Shit. Und ich muss auch mal sagen, ich bin ja jetzt momentan auch nebenher dabei, ein bisschen offscreen, wenn ich Zeit und Spaß gerade habe, ein bisschen Pokémon Schwert und Schild durchzuzocken. Und da ist es dann halt dementsprechend so, dass ich von dem gegnerischen Team, also da bin ich ja fast noch ein bisschen mehr enttäuscht. Aber ich weiß auch noch nicht, ob das das richtige gegnerische Team ist. Irgendwie fühlt sich dieses Team Yell heißen sie, glaube ich, oder Yelp. Ich bin nicht sicher. Die fühlen sich irgendwie auch noch ein bisschen komisch an. Ich meine, es sind halt Fans, Leute. Es sind halt Fans, ne? Oh, was ist das für ein Ding? Die Typen müssen das hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Nimm du ihn. Du erhältst den K-Schlüssel. Und damit können wir jetzt richtig schön in die Windanlage. Die Schurken wollten meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren nicht nur seltsam gekleidet, sondern haben auch völlig wirres Zeug gefaselt. Wer weiß, was das für Leute waren. Ich würde dir zum Dank gerne etwas schenken. Hier, bitte. Du erhältst ein Glas Honig. Dankeschön. Du verstaust das Glas Honig in deiner Trainingstasche. Wenn du etwas Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Okay, das ist auch eine Sache, die ich halt absolut nicht kenne. Und hier hinten gibt es noch ein Häuschen, da gucken wir gleich mal rein. Aber ansonsten, da oben gibt es noch ein Pokémon. Ansonsten scheint es hier erstmal nichts zu geben. Was sagst du denn? Wenn ein Baum, den du mit Honig beschmiert hast, nach einiger Zeit stark wackelt, könnte ein seltenes Pokémon auch noch. Nice. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich so etwas sehe. Und was sagst du? Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Sie wirken frischer als alle anderen Blumen in der Sinnoh-Region, findest du nicht auch? Das verdanken wir den Pokémon, weißt du? Das ist sehr schön. Sehr schön, wenn man sich so einig stimmt mit der Natur. Okay. Dann also mal ab. Oh, hier haben wir auch noch Bären. Die nehmen wir definitiv mit. Sinnelbären ist immer nicht schlecht. Wenn ich es richtig weiß, waren Sinnelbären die einem dann einen kleinen Heal wiedergeben, oder? Ja, ich möchte... Genau. Gibst du die Beere einem Pokémon zum Tragen, füllt sie seine KP um 10 Punkte auf. Stecken wir mal in den leichten Lehmboden. Und was haben wir hier? Amarena-Beeren. Ja, die möchten wir auch pflücken. Sehr schön. Lehmboden ist wieder weich. Ja, ich möchte was einpflanzen, und zwar Amarena-Beeren. Vielleicht ist es auch gar nicht so sinnvoll, was ich hier mache, weil ich in der Hinsicht eigentlich immer versuche, die Bäume wieder zu ersetzen. Aber es gibt halt definitiv auch Beeren, die halt nicht so geil sind allgemein. Deswegen muss man da halt dementsprechend eigentlich gucken, was man da reinsteckt. Aber vorerst ist das mein Ansatz, das richtig hier zu lösen. Okay. Ja, das Team wächst und gedeiht langsam, aber sicher. Vielen Dank für deine Geduld. Sehr schön.
Also, weiter geht's zum Windkraftwerk. Das heißt, wir erleben tatsächlich heute noch so ein richtiges Abenteuer, in dem wir den Vater des kleinen Mädchens hier retten werden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier noch ein bisschen im hohen Gras eigentlich unterwegs sein sollte. Na, eigentlich müssten wir hier jetzt ja noch ein paar echt coole Pokémon fangen können, oder? Oh, ein Chalelos, nice. Chalelos ist Bodenwasser, wenn ich es richtig weiß. Das ist tatsächlich ein Pokémon, das ich deutlich mehr sehen würde als einen Bammelin. Ich meine, Bammelin ist prinzipiell ein cooles Pokémon, versteht mich da nicht falsch, aber Chalelos ist halt schon ziemlich nice. Auch wenn es uns momentan einfach nur Härter einsetzt. Kann man ja auch mal machen. Dann muss ich ja auch verteidigen. Ich versuche es einfach direkt mal mit einem Pokéball. Vielleicht habe ich ja das Glück und kann das Chalelos direkt fangen. Das war definitiv nicht das Schlechteste. Chalelos wurde gefangen. Sehr schön. Gut, Bammelin ist jetzt auch Level 10, aber ich werde es wahrscheinlich direkt erstmal. Oh, Biss. Biss ist eine sehr gute Attacke. Möchte ich definitiv haben, anstatt Silberblick. Unsere erste Unlichtattacke, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Sehr schön. Und Bammelin wird jetzt direkt getauscht für Chalelos. Es ist ja super cool, wir können ja jetzt wirklich eigentlich immer unsere Pokémon aktiv tauschen, weil wir ja überall auf unserem PC Zugriff haben. Das ist schon ziemlich nice. Ein Seeschnecken-Pokémon. Form und Farbe dieses Pokémon unterscheiden sich je nach Habitat. In Sinnoh wurden zwei Varianten nachgewiesen. Okay. Ja, nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben, sorry. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Kriegt es erst später den Bodenzusatz? Glaube aber trotzdem, dass ich Chalelos noch ein bisschen mehr sehe als Bammelin. Mein Bammelin ist okay. Oh wow, okay. Instant wieder ein Pokémon. Ein Pachirisu. Das ist ein guter. Das ist wirklich ein gutes Pokémon. Ich habe aber keine Ahnung, was Pachirisu nochmal für ein Typ war. Ist das Typ normal? Oder ist es Typ Flug? Ich glaube, die Frage habe ich mir schon mal gestellt irgendwie. Oh nein. Oh, ich erinnere mich dran. Oh, das war das, wo die. Waren das nicht die Zwillinge, die gekämpft haben, wo das Pachirisu einfach nur Kullerblick, Heuler und irgendwas konnten, was. Cooler Augen. Irgendwas konnten, was die Statusveränderung, also mein Angriff niedriger gesetzt hat. Und dann hat er einfach. Oh no! Oh, Scrolline, warum? Also ein bisschen enttäuschend. Da, wo es Scrolline halt hinschlägt, da wächst halt kein Gras mehr, Leute. Das ist halt einfach so. Okay, wir machen jetzt mal weiter. Ich meine, wir haben jetzt gerade. Ist von ihnen abgeschlossen. Möchtest du den K-Schlüssel verwenden? Ja, bitte. Die Tür zum Windkraftwerk ist offen. Ich meine, wir retten jetzt noch schnell mal ihren Vater, dass wir wenigstens ein bisschen Geschichte hier noch mit in die Folge reinkriegen. Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Da hätte ich die Tür gar nicht erst abschließen müssen. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde dem Kommando Bericht erstatten. Und er rennt. Und wir schauen erstmal nach rechts natürlich. Vielleicht ist hier was in der Vending Machine drin. Nope. Auch keine versteckten Sachen. Ich weiß gar nicht, ob das hier in dem Spiel überhaupt geht, ob da Sachen versteckt sein können. Ich mache hier keine Späße, Kindchen. So handhabt das ein Profi. Bin ich mal gespannt, ob du wieder deinen Warumpel rausholst hier. Oh, Panico. Ein entwickeltes Warumpel.
Ich sehe, Leute, manchmal frage ich mich wirklich, wie kann es überhaupt sein, dass ein Team wie Team Galactic oder sowas, die halt echt einfach nur richtig ranzige Pokémon zur Verfügung haben, überhaupt so weit gekommen sind, dass sie sagen, hey, ich übernehme jetzt hier ein Windkraftwerk oder sowas. Wäre es nicht sinnvoll einfach, dann stellt man eine Person ein, die halt vielleicht ein bisschen besser mit Pokémon umgehen kann, die halt vielleicht einen Pokémon auf Level 30 oder 40 hat oder sowas. Und dann ist man halt einfach fine to go. Wenn draußen laufen genug Laborratten oder wie sie in dem Spiel hier genannt wurden immer rum, die alle ihr Pokémon trainiert haben. Stellt so einen ein und ihr habt keine Sorge mehr, dass Team Galactic vor eurer Tür steht. Also ist wahrscheinlich ein bisschen zu einfach. Okay. Du hast meine ganze Arbeit zunichte gemacht. Und ich gewinne 704 Poké-Dollars. Nice. Ja, um den können wir... Nee, komm, wir staffen uns nicht um den rum. Ich muss so viele Erfahrungspunkte mitnehmen wie möglich. Er hat eh wahrscheinlich nur ein Panico und einen Warumpel. Warum? Okay, Scrolline, los geht's. Direkt den Walzer. Oh, ich freue mich so drauf, wenn das Kleinstein einfach seine krasseren Angriffe lernt. Felsgrab, Steinwurf. Was kann es noch? Theoretisch könnte ich... Ja, was könnte ich ihm beibringen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Charmier. Nein, ich möchte mein Pokémon nicht wechseln. Es wird jetzt einfach zu Tode gewalzt, die Katze. Mogelhieb? Oh nein, warte mal. Ah, Mogelhieb ist normal, gell? Ich habe gerade überlegt, ob Mogelhieb nicht ein Kampfangriff ist, aber Mogelhieb ist normal. Normalangriffe machen Gestein natürlich dementsprechend nicht viel. Zack, gibt's erstmal Schelle Nummer 1. Und zack, direkt Schelle Nummer 2 hinterher. Was halt gut wäre, wenn Kleinstein eine höhere Initiative hätte. Ich meine, es ist okay, es funktioniert trotzdem. Ich muss wirklich sagen, ich finde das echt eigentlich eine entspannte Sache, wenn ich so früh am Morgen einfach eine gute Folge Pokémon aufnehme. Irgendwie fühlt sich das einfach gut und richtig an. Es ist ein entspanntes Spiel, wir können ein bisschen entspannt über Sachen reden. Einfach ein bisschen lockerer den Tag angehen lassen. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie abends schauen, so. Als entspannte Ausklingssituation. Ich weiß ja nicht, wie ihr da tatsächlich mit eurem Videokonsum euch verhaltet. Ich bin einer der drei Commander von Team Galactic. Wir wollen eine neue Welt erschaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Dafür arbeiten wir sehr hart und alles, was wir im Gegenzug dafür verlangen, ist Verständnis. Doch selbst das scheint zu viel verlangt zu sein. Niemand versteht uns. Du auch nicht, habe ich recht? Das macht mich wirklich traurig. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Pokémon-Kampf über alles Weitere entscheiden zu lassen. Wenn ich gewinne, verschwindest du von hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic diesen Ort verlassen. Es ist halt echt... wenn man Referenzen zieht, einfach so von wegen, hey, oh, Commander Mars, interesting. Und der Hintergrund, Leute, nice. Wir haben einfach so ein paar, stell dich einfach mal vor, ihr kommt irgendwo hin, ihr seid jetzt bei der Polizei und euch wurde gemeldet, hey, Überfall auf die Bank. Und ihr geht stürmt in die Bank rein, nur bewaffnet mit zwei Tieren und kommt dann hier gegen die Räuber, die vollkommen ausgestattet sind, vielleicht mit Knüppeln und Gewehren und allem Möglichen. Und die sagen einfach, hey, lass unsere Tiere gegeneinander kämpfen. Und darüber wird dann entschieden, ob wir das Geld bekommen oder nicht. Oh, schön. Deswegen ist es nur mal ein Spiel. Ah, das ist trotzdem schön. So, okay.
Kleinstein hat erstmal ordentlich durchgepowert. Steinwurf! Steinwurf nehme ich so gerne mit einfach. Ja, so ziemlich alles außer Walzer kannst du hier ersetzen. Sandsturm 5 Runden, schade Pokémon aller Typen außer Gestein, Boden und Stahl, erhöht die Spezialverteidigung des Gesteins. Das ist tatsächlich Sandsturm ganz cool. Anwender reduziert so gut wie möglich den Luftwiderstand, erhöht die Initiative. Ich muss ja sagen, die Beschreibung von den Attacken sind halt, also die Beschreibungen sind halt schon ziemlich insane, weil das zeigt dir ja dann, was passiert und warum das dann dadurch besser wird. Finde ich schon ganz nice gemacht eigentlich. Staravia erreicht Level 16 und Scheinungserleicht erreicht Level 13. Ich weiß gar nicht, wann sollte sich denn Real Snake eigentlich entwickeln? Erst ab Level 18? Schnurrgast. Oh, das ist die fette Katze, gell? Oh. Seht ihr jetzt, was ich meine, Leute? Seht ihr jetzt, was ich meine? Das Vieh sieht auch noch so aus, als ob es so einen Rip-Shirt einfach anhat. Uah. Oh, was raubt es jetzt? Gott sei Dank habe ich kein Ding mehr drauf gehabt. Gut, wir wechseln mal das Pokémon. Ich habe nichts, was gegen normal Gutes, gell? Es kann Bodenangriffe, okay. Ich habe wirklich nichts, was gegen normal Gutes. Ja, da kommt. Oh, halt. Dann kommt der Allrounder mit ins Spiel. Hier, RS. Hast schon lange nicht mehr gekämpft. Das Interessante an der Attacke Raub ist ja, wenn man sie einsetzt und der Gegner ein Item hat und du einen leeren Item-Slot hast auf deinem Pokémon, dann kannst du dem Gegner tatsächlich das Item klauen. Das finde ich ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Hey, also futtern ist ja mal hier frech. War eine Signalberge, ja. Ja, vielleicht müssen wir hier echt mal einen Trank benutzen. Mach mal Raub, kein Crit bitte. Ja, gut, er ist da. Hier, der RS, der liefert ab. RS haut einfach den Crit raus, den Volltreffer. Zur Belohnung kriegt er auch ein Level ab. So muss es doch sein. Real Snake versucht Fluch zu lernen. Was ist denn Fluch für eine Attacke? Ja, Geist habe ich mir schon fast gedacht. Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geist-Pokémon ist. Ja, was soll das mir dann jetzt sagen? Ich habe halt keine Ahnung. Rasierblatt und Blattwerk sind beides normale Angriffe? Ich dachte, das wäre ein Spezialangriff, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich möchte Fluch nicht erlernen. Scheinungs erreicht Level 14 und Schalelos erreicht Level 11. Und Commander Mars wurde besiegt. Ich habe verloren. Unfassbar. Du dreiste Rotznase. Du gewinnst 1536 Poké-Dollars. Da habe ich ja ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Gegen dich zu kämpfen hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Und jetzt verabschiede ich mich und verschwinde von hier. Fürs Erste. Team Galaktik. Sie reden immer davon, dass sie so viel Energie und so viele Pokémon wie möglich sammeln wollen, um ein neues Universum zu erschaffen. Aber für mich ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls bin ich dir für deine Hilfe wirklich sehr dankbar. Jetzt kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter, wo ich ja auch weiß, dass die vor der Tür steht und auf mich wartet. Papa! Pfui, du stinkst, geh duschen, Papa. Oh, tut mir leid. Ich musste pausenlos für sie arbeiten. Vielen Dank, Herr Trainer. Du hast die bösen Leute verjagt. Jetzt taucht das Ballon-Pokémon bestimmt bald wieder auf. Das Ballon-Pokémon. Wie heißt das nochmal? Kann man das hier irgendwo vielleicht fangen dann dementsprechend? Muss mir hier bei Nacht dann herkommen. Was sagst du denn? Beim Windkraftwerk treibt sich ein ballonartiges Pokémon rum. Und zwar immer an einem bestimmten Tag. Welcher war das nochmal?
Ich frage mich, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass das Kraftwerk Windkraft in Energie umwandelt. Was sagst du noch? Vielen Dank, Herr Trainer. Du hast die ganze Mission noch. Jetzt hat's bei einem bestimmt wieder auf. Kann man hier irgendwo checken, welcher Tag das sein soll? Es wäre halt interessant zu wissen, muss man sagen. Gibt es einen Kalender vielleicht oder sowas an der Wand? Einfach so ein kleines Gimmick, das darauf hinweist. Das wäre ziemlich cool. Naja. Liebe Meute, das ganze Video geht jetzt schon wieder eine halbe Stunde. Das bedeutet also, wir werden nach klassischer Sitte wieder ins Pokémon Center gehen und dann dementsprechend in der nächsten Folge weitermachen. Heißt also hier erstmal speichern, Pokémon heilen und dann treten wir erstmal Team Galaktik weiter in den Hintern und die betreten Route 205, die uns dann wahrscheinlich zu unserem neuen Ziel führen wird. Das heißt, nächste Folge kann es sehr gut sein, dass der zweite Orden erstmal bekämpft wird. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich natürlich bei meinen Supportern nochmal super extra. Vielen, vielen Dank dafür. Die sind jetzt hier auch kurz mal eingeblendet. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen wundervollen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Tschüss.